Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Andreas hat es am Anfang schon erwähnt, heute ist ein Tag des Gedenkens. Heute wollen wir uns nochmal daran erinnern, was unser Herr und Heiland für uns getan hat, was für einen Preis er am Kreuz für uns gezahlt hat. Und ich habe schon gesehen, viele haben bei WhatsApp schon einen Status rausgestellt, wo das nochmal verdeutlicht wird, um wen es heute gehen soll. Ich habe bei Tanja gestern gesehen, sie hatte im Status, dass das Kreuz der größte Liebesbeweis ist. Und so habe ich auch heute mein Thema genannt. Das Kreuz ist der Beweis seiner Liebe. Es hat sehr gut gepasst und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Der Karfreitag ist in unserem Glauben einer der wichtigsten Feiertage. Denn an diesem Tag, an den wir heute gedenken, hat Jesus Christus für uns den Preis bezahlt, hat Jesus Christus für uns das Sühneopfer dargebracht. Und deswegen ist es wichtig, auch dass wir gerade heute auf besondere Weise daran gedenken, was Jesus für uns Menschen getan hat. Ja, man könnte sagen, wir wollen heute daran gedenken, was die Menschen Jesus angetan haben. Doch ich will heute ja den Schwerpunkt darauf setzen, dass wir uns anschauen, was Jesus für die Menschen getan hat. Ja, denn diesen Weg, den er gegangen ist, den hat er bewusst gewählt. Diesen Weg des Leidens hat er bewusst auf sich genommen aus Liebe zu uns Menschen. Es ist auch nicht nur wichtig, dass wir daran gedenken heute an dem Tag, sondern dass wir in unserem Leben lernen, das nicht zu vergessen. Dass wir lernen, uns jeden Tag aufs Neue bewusst zu machen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und heute ist dieser besondere Tag, wo wir nochmal besonders daran gedenken wollen, wo wir nachher gemeinsam das Abendmahl feiern werden, wo wir auch ein Teil dessen sein können, ein Teil des Erlösungswerks von Jesus. Ich würde gerne mit euch zusammen einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium lesen. Wer die Bibeln dabei hat, ihr könnt gerne Lukas Kapitel 23 aufschlagen. In diesem Abschnitt geht es um die Kreuzigung Jesus und wir lesen ab dem Punkt, wo Jesus schon am Kreuz hing, ab Vers 32. Lukas Kapitel 23, ab Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück.
Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Ich will, dass wir uns heute gemeinsam diese Zeit anschauen, in der Jesus am Kreuz hing. Deswegen habe ich das Thema genannt, dass das Kreuz ist der Beweis seiner Liebe. Selbst als Jesus am Kreuz hing, sehen wir an verschiedensten Punkten, dass all das, was er getan hat, aus Liebe zu uns Menschen war. Den ersten Punkt habe ich auch so genannt. Jesus liebt alle Menschen. Ja, wir sind in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, schon an dem Punkt, wo Jesus schon am Kreuz hängt. Ja, wir sehen, wie Jesus gekreuzigt wurde mit zwei Übeltätern. Der eine zur Rechten, der andere zur Linken. Und Jesus in der Mitte zwischen ihnen. Ja, und die Kreuzigung war einer der qualvollsten Hinrichtungsmethoden, die es gab. Ja, es war die grausamste Todesstrafe, die man bekommen konnte. Die Todesstrafe war so grausam, dass diese Todesstrafe sogar bei den Römern, ja, unter den eigenen Bürgern verboten war. Also Römer durften mit dieser Todesstrafe gar nicht bestraft werden, egal was sie getan haben. Ja, und warum war diese Todesstrafe oder diese Hinrichtungsmethode so qualvoll? Ja, weil man sagt, wenn man am Kreuz hängt, dann werden mit Nägeln, die Nägel wurden durch die Handgelenke und durch die Füße geschlagen, durch die Nerven, die dort verlaufen. Und wenn man am Kreuz hängt und jedes Mal, wenn man Luft holen will, muss man sich nach oben richten. Und die Luft wird immer knapper und jedes Mal, wenn man sich nach oben richtet, wird man durchdringt mit unglaublichen Schmerzen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, wir können uns das mit unserem Verstand gar nicht fassen, was für ein qualvoller Tod das war, was Jesus da auf sich genommen hat. Doch wisst ihr, ich will gar nicht noch genauer darauf eingehen, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist schwer mit unserem Verstand das zu fassen, wie qualvoll dieser Tod eigentlich war. Doch wisst ihr, ich bin der Meinung, dass der körperliche Schmerz, den Jesus hatte, gar nicht das Schlimmste war, was Jesus durchmachen musste, als er am Kreuz hing. Denn das Schlimmste, was Jesus durchmachen musste, war der Kampf mit der Finsternis. Ja, Jesus sagt, als er festgenommen wurde, in Kapitel 22, in Vers 53, sagt er: Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, was ihn erwartet hat. Und doch hat er sich bewusst für diesen Weg entschieden. Er wusste, dass er am Kreuz der Macht der Finsternis ausgeliefert sein wird. Meine Lieben, an dem Punkt will ich uns auch nochmal daran erinnern, dass für Jesus die Auslieferung an die Macht der Finsternis noch schlimmer war als der körperliche Schmerz. Doch wisst ihr, wenn wir einst in die Hölle kommen, dann sind wir der Macht der Finsternis ausgeliefert in Ewigkeit. Und es gibt nichts, keine Hinrichtungsmethode, nichts auf dieser Welt, was diesen Leid, der uns Menschen in der Hölle erwarten würde, wenn wir dorthin kommen, nichts, was damit verglichen werden kann. Und deswegen will ich uns auch nochmal zum Anregen denken, dass wir uns bewusst machen, wie groß eigentlich die Gnade Gottes ist, dass wir davor bewahrt werden, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir anerkennen, dass wir Sünder sind und ihn als unseren Retter annehmen, wenn wir dieses Geschenk, was er für uns getan hat, annehmen. Jesus wusste genau, was ihm erwartet, und er hat sich trotzdem für diesen Weg entschieden. Ja, er war bereit, diesen Weg zu gehen, obwohl wir auch vorher im Garten Gethsemane, wo er gebetet hat, vorher, wo er auch schon zu seinen Jüngern gesprochen hat, lesen konnten, dass Jesus sich davor gefürchtet hat. Ja, wir lesen das zum Beispiel in Lukas, in Kapitel 12, Vers 49 und 50 lesen wir, da sagt Jesus: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist? Jesus wusste, was ihn erwartet, und ihm war schon vorher bange davor, dass er diesen Tod am Kreuz erleben wird, dass er diesen Weg gehen wird. Ja, und jetzt ist es soweit. Wir sind an der Stelle, wo wir angefangen haben zu lesen. Jesus hängt am Kreuz und die Finsternis, der Teufel, übt seine Macht aus.
eine sehr qualvolle Hinrichtungsmethode, der Macht der Finsternis ausgeliefert. Und was würde man jetzt denken? Wie würde man sich in dieser Situation verhalten? Was könnte man jetzt erwarten von Jesus, wo er so da hängt, wo er diesen qualvollen Tod auf sich nimmt? Ja, man könnte erwarten, dass er zu Gott schreit und zu Gott schreit, warum? Warum muss ich diesen Weg gehen? Man könnte erwarten, dass er die Menschen, die ihn dahin gebracht haben, verflucht. Das wäre menschlich. Doch was tut Jesus? Und das ist so unglaublich. Das ist so unfassbar, wie groß seine Liebe zu uns ist heute. Er tut das, was keiner von ihm erwartet hat in diesem Moment und was man von einem Menschen eigentlich auch nicht erwartet in so einem qualvollen Tod. Er wird grausam hingerichtet mit dem Wissen, dass er komplett ohne Schuld ist. Er weiß, er hängt dort nicht aufgrund irgendeiner Schuld, die er sich zukommen lassen hat. Jesus war komplett frei von Schuld, nicht eine Sünde. Doch Jesus macht genau das Gegenteil. Er verdeutlicht am Kreuz, dass er selbst in den schwierigsten und wahrscheinlich am schwierigsten Punkt seines Lebens hier auf Erden seine Liebe zu uns erweist und dass er es aus Liebe tut. Wir lesen das in Vers 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am schwierigsten Punkt seines Lebens hängt er am Kreuz und betet für die Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Wie unfassbar groß ist diese Liebe. Selbst wo er noch am Kreuz hängt, erweist er diese Liebe. Wie unfassbar und unbegreiflich ist das doch für unseren Verstand. Bei so einer qualvollen Hinrichtungsmethode, der Macht der Finsternis ausgeliefert und er betet für seine Feinde. Er betet für die Menschen, die ihn zu Gott, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Warum liebt Jesus diese Menschen, obwohl sie ihm so grausam hinrichten? Warum soll Gott diesen Menschen diese unfassbare Schuld, die sie auf sich laden, vergeben? Jesus sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, mit anderen Worten, Jesus versteht, dass diese Menschen, die ihn ans Kreuz bringen, Sklaven der Sünde sind. Sie sind der Sünde ausgeliefert. Sie werden vom Teufel gelenkt. Sie sind Marionetten des Teufels. Und Jesus versteht das. Sie haben nicht verstanden, was sie tun. Wenn wir diese Menschen verstehen würden, wer am Kreuz hängt, wer Jesus eigentlich ist, dann würden sie sich vor ihm hinwerfen und ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Aber sie haben es nicht verstanden. Ihr Blick war komplett verschlossen auf die Wahrheit, denn sie sind in der Sklaverei der Sünde. Meine Lieben, auch wir stehen heute immer wieder in der Gefahr, wieder zurückzufallen in die Sklaverei der Sünde. Und wisst ihr wann? Wenn wir vergessen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Sobald wir anfangen zu vergessen, was für einen Preis Jesus für uns gezahlt hat, wer Jesus eigentlich ist, dass er der König ist, dass er der Retter ist, dass er der Schöpfer ist. Wenn wir anfangen, das zu vergessen, dann fallen wir wieder zurück in die Sklaverei der Sünde. Und unser Blick wird verfinstert, so wie der Blick dieser Menschen. Und vielleicht befindest du dich heute in der Sünde und bist dir nicht bewusst, was für eine Auswirkung diese Sünde eigentlich hat. So will ich auch dich heute daran erinnern, dass diese Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat. Diese Sünde, in der wir heute vielleicht stecken, aus der wir es nicht schaffen reinzukommen, wir müssen uns bewusst machen, dass diese Sünden Jesus ans Kreuz gebracht haben. Ja, wir lesen in Kolosser 2 in Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus Christus hing am Kreuz aufgrund unserer Schuld. Aufgrund der Schuld des Menschen. Und es ist so unglaublich, wie sehr er uns liebt und wie er selbst am schwierigsten Punkt seines Lebens zu Gott betet für seine Feinde. Und das Interessante ist, zu dem Zeitpunkt, wo er das macht, erfüllt er zu 100% selbst das, was er vorher gelehrt hat. Denn Jesus ist seinem Wort zu 100% treu. Er ist ein Vorbild in jeglicher Hinsicht in dessen, was er gelehrt hat. Ja, er hat in Lukas
In Kapitel 6 lesen wir in Vers 27, da sagt Jesus: Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Meine Lieben, wir sehen, wie unfassbar groß die Liebe Jesu zu uns Menschen ist. Er liebt alle Menschen, auch seine Feinde. Und wisst ihr, diese Liebe Jesu ist heute ein hoher Anspruch an uns selbst. Wie sieht es heute in unserem Leben aus? Wie können wir heute die Liebe, die wir von Jesus erfahren, weitergeben an unsere Menschen? Sind wir bereit, dass wenn wir verflucht werden, dass wenn wir beleidigt werden und wir lesen im Wort Gottes, dass das auf uns zukommt, dass das für Christen unumgänglich ist, wenn wir unterdrückt werden, sind wir bereit, dem Vorbild Jesu zu folgen und diese Menschen zu lieben? Jesus hat es am Kreuz gezeigt. Er liebt alle Menschen. Selbst die Menschen, die über ihn gespottet haben, die sich seine Kleider geteilt haben, die ihn geschlagen haben, die ihn bespuckt haben, die über ihn gelästert haben. Er liebt alle Menschen. Er liebt an jeden von uns, obwohl auch genauso unsere Schuld heute ihn ans Kreuz gebracht hat. Die Schuld eines jeden von uns heute hat Jesus ans Kreuz gebracht und er liebt uns trotzdem. Das ist der erste Punkt, auf den ich heute aufmerksam machen wollte in unserem Text. Jesus liebt alle Menschen. Der zweite Punkt, auf den wir schauen wollen, ist, dass Jesus sich demütigen lässt. Ja, bevor Jesus am Kreuz hing, war der Weg dahin schon sehr demütigend für Jesus. Ja, wir haben das jetzt nicht gelesen, aber wir wissen, dass er zu Unrecht beschuldigt wurde. Ja, ihm wurden die Augen verbunden und er wurde geschlagen ins Gesicht und es wurde gefragt, wer ihn geschlagen hat. Wenn du Gott bist, dann sag es uns doch. Wer hat dich geschlagen? So sehr wurde er gedemütigt. Ja, man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Man hat ihn gequält. Man hat ihn ausgezogen, ihm einen Mantel angezogen. Man hat ihn verspottet und ihm ins Gesicht geschlagen. Und Jesus hat diesen Weg der Demütigung bewusst auf sich genommen. Jesus wurde ja wie in einem Theater zur Show gestellt. Ja, es war wie ein Schauspiel. Wir lesen es am Ende der Verse, die wir gelesen haben, nachdem das Schauspiel vorbei war. Ja, es war wie ein Schauspiel für die Leute, so wie wir heute vielleicht ins Kino gehen oder auf irgendein Musical, um uns etwas anzugucken, um uns unterhalten zu lassen. So kamen die Leute dahin und haben sich das wie ein Schauspiel angeguckt, was mit Jesus getan wurde. Und Jesus hat das alles auf sich genommen. Wie demütigend dieser Weg doch war, den er auf sich genommen hat. Aus Liebe zu uns. Und das Schlimme ist, wenn wir daran denken, was die Menschen getan haben, dann sehen wir nicht, wie schlimm diese Menschen sind, die das getan haben, dann sehen wir, wozu der Mensch heute auch noch fähig ist. Wir sehen, wozu ein jeder von uns ohne die Gnade Jesu fähig ist. Wie weit wir gehen können. Wie schlimm unsere Taten heute sein können. Weiter lesen wir in Vers 35, wir sind wieder im Lukas Kapitel 23, ab Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst. Wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Das Interessante ist, wir lesen hier: Andere hat er gerettet. Wir lesen hier, dass diese Menschen wussten, dass Jesus gute Taten getan hat. Die Menschen wussten, dass Jesus andere Menschen gerettet hat. Dass er gute Werke getan hat auf dieser Erde. Sie wussten es, sie sagen es hier mit eigenen Worten: Andere hat er gerettet. Und trotzdem verspotten sie ihn und erniedrigen ihn. Und trotzdem haben sie nicht anerkannt, wer Jesus ist, und sie haben Jesus wie Abschaum behandelt. Ja, wir sehen, wie sich alle mitreißen lassen. Ja, wie Jesus wie Dreck behandelt wird. Und das alles hat Jesus bewusst über sich ergehen lassen. Ja, denn wir wissen, dass Jesus mit einem Wort hätte alle vernichten können.
Ja, was hat Jesus dazu bewegt, das zu ertragen, seine Liebe zu uns? Wir lesen in Römer 5, 8, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist seine Liebe zu uns, die wir darin sehen. Das heißt, Jesus hat sich aus Liebe zu den Menschen, die ihn demütigen, demütigen lassen. Aus Liebe zu diesen Menschen, die ihn demütigen, hat er das getan. Was für eine unfassbare Liebe, wenn man sich das eigentlich bewusst macht. Wie reagieren wir heute auf Situationen, wo wir vielleicht etwas erniedrigt werden? Wo wir unfair behandelt werden? Wo jemand etwas nicht so sagt, wie wir es gerne hätten und es uns das nicht passt? Und lasst uns auf die Reaktion Jesu schauen, wo er weiß, dass diese Menschen ihn demütigen zu Unrecht und er sie trotzdem liebt und aus Liebe lässt er das über sich ergehen. Und wir wissen, dass Jesus, habe ich auch schon gerade eben gesagt, mit einem Wort hätte alle vernichten können. Ja, wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 26 bei der Festnahme Jesu, als Petrus dem Knecht eines Hohenpriesters das Ohr abgehauen hat, sagt Jesus Folgendes in Kapitel 26, Vers 53 und 54, sagt er zu Petrus: Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so kommen muss? Jesus hatte so eine Macht, doch er hat diese Macht nicht demonstriert. Denn das ist genau das, was der Teufel eigentlich wollte, dass Jesus seine Macht demonstriert und diesen Weg nicht bis zum Schluss geht. Diesen Weg des Gehorsams und der Liebe. Das war das, was der Teufel wollte, aber Jesus hat es nicht getan. Jesus hat sich demütigen lassen aus Liebe zu uns, hatte das alles auf sich genommen. Das ist der zweite Punkt, wo wir seine Liebe am Kreuz heute sehen. Wir schauen heute aufs Kreuz. Wir wollen dessen gedenken, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und wir sehen, wie er sich demütigen lassen hat, aus Liebe zu uns. Das Dritte, auf das wir schauen wollen, Jesus ist gnädig. Ja, wenn wir Markus lesen, so wissen wir, dass zu Anfang die beiden Übeltäter, die rechts und links von Jesus hingen, sich am Spott über Jesus beteiligt hatten. Beide Übeltäter, die da hingen, auch voller Qual dieser schlimmen Hinrichtungsmethode, haben noch die Kraft gefunden, um über Jesus zu spotten. Ja, und hier lesen wir dann jetzt in unserem Kapitel Lukas 23, Abvers 39, wie einer der Übeltäter Folgendes sagt: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Wenn man genau über diese Worte nachdenkt, dann sieht man, wie dreist diese Worte eigentlich sind. Ja, er sagt: Bist du der Christus, so rette dich. Er spottet, macht sich lustig über ihn. Aber wenn du dich rettest, so rette auch uns. Ja, er sagt, wenn du es schaffst, dich zu retten, dann rette uns auch, die wir gerade über dich spotten. Doch jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Ja, wir haben im Hintergrund, dass sich am Anfang beide Übeltäter, die am Kreuz hingen, zur Rechten und zur Linken am Spott beteiligt haben. Und jetzt sehen wir, ja, wie einer der Übeltäter am Kreuz seine Meinung ändert und Folgendes sagt in Vers 40 und 41. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ich kann euch den Grund nicht nennen, ich weiß es nicht, wieso der eine Übeltäter auf einmal seine Meinung geändert hat. Doch das ist ganz interessant, wenn wir anschauen, was hier passiert, so können wir auch davon etwas für uns mitnehmen. Denn er hat verstanden und anerkannt, dass Jesus unschuldig ist und er schuldig ist. Er hat erkannt, dass er hängt zu Unrecht hier, dieser Mann ist gerecht. Wir aber hängen für unsere Taten hier, wir sind voller Schuld. Wir bekommen das, was wir verdient haben. Diese Einsicht hatte der eine Übeltäter auf einmal. Er hat verstanden, dass Jesus ein Mann Gottes ist, dass Jesus der König der Juden ist. Und diese Erkenntnis ist heute so wichtig für jeden von uns. Ja, als erstes, es ist so wichtig heute. Und das wünsche ich an jedem, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Das Erste, was wir immer brauchen, ist unsere Schuld zu erkennen.
unsere Schuld vor Gott zu bringen, anzuerkennen, ich bin schuldig, ich bin Sünder, ich bin verloren ohne Jesus. Es ist das, was der Übeltäter getan hat. Er, der vorher noch gespottet hat, hat auf einmal erkannt, ich hänge zurecht hier. Ich bin derjenige, der Schuld auf sich hat. Als zweites, was tut er? Er erkennt an, wer Jesus ist. Er glaubt daran, dass Jesus der König der Juden ist, dass Jesus schuldlos am Kreuz hängt. Und das dritte lesen wir dann in Vers 42. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Das dritte, was heute so wichtig ist, ist, dass wir Jesus um Gnade bitten. Ja, und dann sehen wir, wie im nächsten Vers Jesus zu ihm sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus erweist seine Gnade am Kreuz. Zum schlimmsten Zeitpunkt seines Lebens auf Erden erweist er seine Gnade einem Übeltäter, der neben ihm hängt, weil dieser Übeltäter seine Schuld erkannt hat, weil dieser Übeltäter anerkannt hat, wer Jesus ist und ihn um Gnade gebeten hat. Wie unfassbar groß ist doch diese Liebe Jesu am Kreuz zum schlimmsten Stunde seines Lebens. Jesus war in Qualen am Kreuz am Hängen und erweist demjenigen, wir lesen das in Markus, der ihn gerade noch verspottet hat, seine Gnade. Was für eine Liebe, die wir am Kreuz sehen. Wie sieht es heute in deinem Leben aus? Hast du dich Jesus schon zugewandt? Das ist die erste Frage, auf die wir heute antworten müssen. Das ist die wichtigste Frage des Lebens. Haben wir heute unser Leben Jesus schon abgegeben? Das ist die wichtigste Frage, die wir klären müssen in der Gnadenszeit, die wir heute noch haben. Und wir lesen in der Bibel, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Und dafür müssen wir diese drei Punkte, die wir gerade gesehen haben, befolgen. Bekennen, glauben und bitten. Ja, bekennen, dass wir Sünder sind, an Jesus glauben, dass er der Retter ist und dass er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und um Vergebung bitten, um Gnade bitten in unserem Leben. Wir lesen in Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der Glaube ist so wichtig heute. Glauben wir heute daran, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat? Das gilt auch für uns Christen. Wie sieht es zum aktuellen Zeitpunkt in unserem Leben aus? Ist der Glaube noch da oder ist der Glaube schon schwächer? Haben wir uns vielleicht verloren im Trubel der Welt, in unserem Leben, in unseren Taten, die wir hier auf Erden tun? Sind wir uns dessen überhaupt noch bewusst, was Jesus für uns am Kreuz gezahlt hat? Wie unfassbar groß seine Liebe zu uns ist? Und der vierte Punkt, auf den ich aufmerksam machen wollte, in Lukas Kapitel 23: Jesus blieb schuldlos bis zum Tod. Ja, wir sehen, dass als Jesus geboren wurde, große Zeichen waren und sichtbare Zeichen entstanden sind. Ja, und wir sehen, dass jetzt auch bei seinem Tod sehr große Zeichen entstehen und sichtbar werden. Zuerst, was lesen wir? Wir sehen, dass zur Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr eine Finsternis auftritt. Alles ist verfinstert und das wurde irgendwie nachverfolgt und ich habe in einem Kommentar gelesen, dass das konnte keine normale Sonnenfinsternis sein zu der Jahreszeit. Also da gab es keine Sonnenfinsternis. Also das heißt, es war etwas Übernatürliches, es war etwas, was Gott gemacht hat, es war etwas, was ja, uns, glaube ich, meiner Meinung nach auch nochmal gezeigt hat, dass die Macht der Finsternis, dass Jesus dieser Macht ausgeliefert war und es wurde alles verfinstert. Ja, und der Tod Jesu war kein normaler Tod. Andreas hat es am Anfang ein gutes Beispiel gebracht, dass ja, es sterben Menschen und die einzigen, die vielleicht daran noch gedenken, sind die Familienmitglieder. Aber heute ist der Tod Jesu war kein normaler Tod. Deswegen die ganze Welt gedenkt heute daran. Alle Christen auf dieser Welt gedenken heute daran, was Jesus für uns getan hat. Ja, und weiter lesen wir, dass außerdem der Vorhang im Tempel, dass er zerrissen ist und
Das zeigt uns, dass durch den Tod Jesu haben wir Zugang zu Gott erhalten. Und zwar nicht nur im Tempel hinter dem Vorhang, sondern Gott sollte ab diesem Zeitpunkt jetzt in uns Menschen wohnen. Und zum Abschluss lesen wir dann in Vers 46, sagt Jesus, lesen wir, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus ist den Weg für uns bis zum Schluss gegangen. Er hat bis zum Schluss durchgezogen, aus Liebe zu uns. Ja, er ist schuldlos für die Schuldigen ans Kreuz gegangen, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat das Werk am Kreuz vollbracht. Doch was ich jetzt auch sehr interessant finde, was mir da aufgefallen ist, ist, wenn wir uns jetzt die Reaktion der Menschen anschauen. Ja, die Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Wir lesen in Vers 47 und 48. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und diese ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Ja, sie haben erkannt, dass Jesus wahrlich gerecht war. Doch wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, als sie das erkannt haben, konnten sie das, was sie getan haben, schon nicht mehr rückgängig machen. Als sie das erkannt haben, konnten sie das, was sie getan haben, schon nicht mehr rückgängig machen. Es war zu spät. Und ich habe über unser Leben nachgedacht. Jesus wird wiederkommen. Und wir wissen, dass wenn Jesus wiederkommt, sich ein jedes Knie vor ihm verbeugen wird. Und ich wünsche einem jeden, der heute hier sitzt, dass wir uns vor der Wiederkunft Jesu für Jesus entscheiden. Denn es kann zu spät sein. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und es ist doch so wunderbar, wenn man vorher schon erkennen kann, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Er hat seine Liebe am Kreuz bewiesen. Diese Liebe, die er heute uns schenken will. Lesen in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wenn wir dieses Geschenk heute annehmen, ist es eine Kraft, die wir heute haben. Und wenn wir das nicht annehmen, ist es eine Torheit. Ja, mit anderen Worten, es ist dumm. Denn es kann zu spät sein. Ich habe das Thema genannt, und ich komme jetzt auch schon zum Schluss. Das Kreuz ist der Beweis seiner Liebe. Ja, denn wir sehen, wie Jesus seine Liebe, als er am Kreuz hing für uns und für uns starb, wie er sie erwiesen hat. Wir sehen als erstes, Jesus liebt alle Menschen. Ja, er betet sogar für seine Feinde, als er am Kreuz hing, zum schwierigsten Zeitpunkt seines Lebens. Wir sehen, dass Jesus aus Liebe zu uns sich demütigen lässt. Wir sehen, dass Jesus dem Übeltäter, der neben ihm hängt, gnädig ist und ihm vergibt. Und wir sehen, dass Jesus diesen Weg bis zum Tod gegangen ist und unschuldig geblieben ist. Mit anderen Worten, Jesus hat durchgezogen. Jesus hat durchgezogen bis zum Schluss. Wir Menschen sind heute oft dazu veranlagt, nicht durchzuziehen, etwas nicht zu Ende zu bringen. Ja, etwas anzufangen. Ich rede in erster Linie von mir. Aber Jesus hat durchgezogen bis zum Schluss, aus Liebe zu uns. Und all das, weil er uns liebt. Und ich habe noch eine Bibelstelle, die mich sehr angesprochen hat, mitgebracht. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 9 und 10 lesen wir. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und wie sieht es heute in deinem Leben aus? Hast du die Liebe, die uns Jesus heute geschenkt, hast du sie auch angenommen? Oder hast du eventuell schon vergessen, wie groß die Liebe Gottes ist und was er eigentlich für uns getan hat? Wenn wir diese Liebe wirklich erkennen und uns dieser Liebe bewusst machen, meine Lieben, dann bin ich überzeugt, dass diese Liebe uns ergreifen wird.
Wir werden für Gott brennen, wenn wir uns bewusst machen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Seine Liebe entfacht unsere Liebe zu ihm. Ja, und eventuell hast du heute dieses Feuer für Jesus schon verloren. Eventuell merkst du, dass diese Liebe zu Jesus nicht mehr so stark ist. So ist der Ausweg aus dessen einfach daran zu denken, was er für uns getan hat am Kreuz. Aus Liebe zu uns. Der Ausweg ist heute, aufs Kreuz zu schauen. Und das ist das, was wir heute auch an diesem Karfreitag tun wollen. Wir wollen daran gedenken, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und vielleicht hast du Jesus noch nicht angenommen. So schau auf den Übeltäter, der nichts anderes getan hat, als zu bekennen und zu glauben. Und das hat ihm, am Kreuz hat er Leben bekommen. Am Kreuz hat er das ewige Leben bekommen bei Gott. Und das Kreuz ist der Beweis seiner Liebe. Amen.